So, herzlich willkommen zur achten, 16. Folge. Also achten Folge für heute und für mich heute doch letzten Folge. Let's go. Jo. Mit dem frischen Kopfhörer. Habe ja ein gesamtes Magazin an Kopfhörer. Genau für solche Fälle. Ja, von daher können wir direkt loslegen hier mit unserem neuen Design. Auftrag haben wir auch schon, das heißt, wir können die Fracht direkt entgegennehmen. Oder wir sind sogar schon bei der Fracht. Angekoppelt haben wir sie auch schon, genau. Können wir also direkt losfahren. Geil. Wie lang ist die Fracht eigentlich? Die Fahrt. Obwohl, da waren ja schon Stücke. Kriegen wir auch 58.000. Also auch einen schönen Batzen an Gold und Diamanten. Boah. 1200 Meilen. Ja, das wird ein paar Stunden dauern. Paar Folgen, meine ich doch. Das heißt, wir müssen diesmal ein bisschen mehr darauf achten, wie wir unsere Pausen legen. Wir haben zum Glück bis zur nächsten Pause 13 Stunden Zeit. Wir brauchen 22 Stunden und haben 58 Stunden. Das heißt, wir können gerade mal. Naja, obwohl, immerhin drei. Ja doch, wir können drei Pausen machen. Diesmal haben wir wieder so massig Zeit, ja? Ist ja sehr suspekt, das Ganze. Naja, das Spiel weiß genau, wie man es nicht braucht. Dieser kleine Geniestreich hier. So. Endlich mal auch wieder ein Auflieger, der nicht irgendwie super lang ist oder mehrteilig ist, sondern mal ein ganz normaler Auflieger mit ein paar hässlichen Autos drauf. Naja. Vor allem nur 10 Tonnen. Also, ach, das ist für unseren LKW ein Klacks. Oh, müssen wir lang? Wir müssen da oben lang. Okay, können wir mal geradeaus erstmal. Das Ding kann erstmal wieder weg hier. So. Wie er beschleunigt hier, ey. Der zieht ja los mit Affenzahn hier. Das bei den Kurven. Muss ich direkt wieder abbremsen hier. Ha. Gewächshäuser. Schnieke. Ja gut, anders kriegst du in Amerika auch gar keine Luftfeuchtigkeit mehr gehalten. So trocken wie da die Luft ist, da brauchst du ja Gewächshäuser, um überhaupt irgendwas anpflanzen zu können. Aber also verdorrt ja alles direkt. So schnell? Oh ja. Oh, ich darf nicht hier. Ja. Bei der Kreuzung war langsamer geboten. Aber ich bin ganz froh, dass das letzte Folge ist. Es wird mittlerweile so warm. Ist ja schon fast 14 Uhr. Ich wieder im Sitzen schwitze. Das ist nicht geil. Also zumindest, wenn du Kopfhörer trägst. Und das muss ich ja, sonst gibt es eine Rückkopplung. Von daher kann ich nicht über das Lautsprecher wiedergeben. Oh, Alter, ich fahre hier schon wieder viel zu schnell. Alter, was ist los mit mir? Oh, 42. Ah, nee, deutlich. Hä? War nicht gerade ein Schild 45? Ah, 45. Ah, jetzt ja. Hä? Was war das Schild gerade eben? War da auch nur 45 drauf? I don't get it. Die Amis haben echt Langeweile. So.
Go straight on. Das sind aber teilweise hohe Bäume, ey. Holy moly. Das Schöne bei den Schildern, kannst du einfach mal Pause machen. Do not pass, Speed Limit 55. Okay. Also, ne, also ist ja überholen. Ich darf jetzt hier nicht überholen. Was ich ja glaube, auch schon die Streifen hier verraten, dass man hier so zwei zwei durchgehende Streifen hat, ist ja glaube ich, dass man halt nicht überholen darf. Eine Hitze. Eieiei. Dort gibt es ja nicht. So, der wird ja beträchtlich langsamer, warum auch immer. Wir dürfen 55 fahren, Junge. Was ist mit dir los? Den überhole ich mal geschwind. Oh, siehst du sogar 60. Ha. Okay. Also bergauf. Kommt er nicht über 55? Alter! Ich bin ja besoffen hier. So, da vorne kommt eine Auffahrt, Abfahrt, was auch immer Fahrt. Kommt eine Fahrt, irgendwas ist abgefahren. Okay. Kann ich aber einfach geradeaus weiter, ne? Lass mich rein. Ja, sieht so aus. Eine gute andere war hat er auch nicht, außer. Ich habe ihn da keine allzu große Optionsvielfalt gelassen. So. Immerhin dürfen wir jetzt 60. Wir wissen auch die letzten Missionen. Da war ja immer nur 55. Am coolsten wäre es zwar 75, aber hey. Man kann nicht alles haben. Und wenn doch, ja damit. So, für Abbieger 45. Gehen wir hier ein bisschen in Rollmodus. Dann machen wir wieder ein bisschen Musik an hier, ne? Hey, halt! Oh, so. Und genießen die Fahrt. Bei der Hitze. Aber hier waren wir ja schon, ist ja schon alles gilt. Ab wo kommt das Gebiet, wo wir noch? Achso, ab dem Abzweig da. Ja, komplett neue Gebietskette hier. Okay, hier waren wir auch schon. Aber dann geht's hier unten weiter, da waren wir auch schon. Sehr interessant. Meine Kopfhörer sind ja schon leise. Aber warte mal ganz kurz.
Boah, ich höre gar nichts mehr. Zu laut. Armer Nackholm. Ah, also schon besser. Nee, das seht ihr gar nicht, ne? Dadurch, dass ich ja hier mit X-Composite aufnehme, genau, könnt ihr diesen Lautstärke-Regler gar nicht sehen. Ah ja, was soll's. Schon wieder? So, ach, muss ja raus. Einer sortiert nach der anderen. Lol. Ach ja, auch ein sehr bekanntes Lied. Ach nö, nicht schon wieder. Wie jetzt? Oh Leute, das ist aber hier. Nee, was? Momentchen mal. Hä? Ja genau, die Ausfahrt ist gesperrt, genau. Also ich muss geradeaus weiter. Geradeaus geht's nicht weiter. Na gut, ich könnte hier wenden und dann hier rüber, ja, aber... Das ist das behindert. Was halt cooler wäre, ist, dass wenn man sich quasi rumdreht nach links,
und das Fenster dabei geschlossen ist, ja, dass man da nicht rausguckt, sondern wirklich einfach nur den Kopf an sich einfach so weit dreht, wie halt geht. Erstens realistischer, weil das Fenster ist geschlossen, man kann also gar nicht raus. Und zweitens würde das nicht dieses Guck, dieses, dass es auf einmal lauter wird mit einmal. Ja, sondern dann müsstest du halt, wie im echten Jahr auch, erstmal das Fenster öffnen, damit du dann rausgucken kannst. Und fürs damit, weil das Fenster dann ja offen ist, an die Lautstärke langsam gewöhnt, während das Fenster aufgeht. Ja. Aber das finde ich immer so ein Bau. So, ja, ist ja immer ganz schön hier, ist ja schon Folter. Ich habe gerade die Vorfahrt genommen, kann das sein? Na scheiße, warte. Nicht auf so viele Sachen gleichzeitig achten, Ronny. Nee, ich auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Sonst passiert sowas hier. Ja, genau. Warum kann ich hier nicht weiterfahren? Habe ich gerade Schaden bekommen? Na klar, habe ich Schaden bekommen. Alpha-Wände tun immerhin weh. Jetzt fahr! Was ist da? Wie closed? Ist jetzt doch geschlossen oder was? Hä? Wait, was? Wo, welche Ausfahrt? Ich muss doch da rausfahren. Aber da war doch offen, ich hab doch gerade nachgeguckt. Nee, ist was anderes. Hä? Wo muss ich jetzt langfahren? Ich bin verwirrt. Da. Ach so, genau, doch, ich muss hier raus, genau. Ja, genau. Genau, das hier ist. Hier geht's nicht. Aber meine Ausfahrt ist ja dann die, die jetzt kommt. Aber das ist scheinbar nicht die Ausfahrt, die gerade gemeint wurde, oder? Wohl, hier ist ja offen. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja sehr interessant. Die Frage ist ja, wo Norden überhaupt ist, ne? Weil eben Norden wäre ja da. Und eben, da kann ich ja eh nicht lang. Von daher. Naja. So, da oder beziehungsweise kannst du eigentlich weg. Und hier müssen nach links. Züge. Oh. Voll cool. Ich weiß nicht, warum da mitten in der Autobahn eine Station ist, weil da kann man, kommt man eh nicht weg. Aber hey.
Weißt du, in einem Moment habe ich gefühlt 20 oder 15 FPS oder so. Und im nächsten Moment habe ich dann wieder 60 FPS. Was ist mit diesem Spiel? Wie schafft es das? Bei dem Tunnel sah es gerade so aus, diese bei weißen Flächen, ne? Als wenn da Textur gefüllt hätten. Sah da so transparent vom Weiten aus. So wie wenn man da diesen blauen Himmel durchgesehen hätte, ne? Sah gerade ein bisschen seltsam aus. Was? Ah! Wir müssen actually irgendwo warten. Hat's aber schon ewig nicht mehr gehabt, ne? War doch bloß 20 Tonnen, oder? Ja. Na gut, das heißt, der Rest wiegt so um die 12 Tonnen. Na doch, haut hin. Ja. Na gut, der LKW? Na wobei, nee. Der Auflieger ist einfach nur Stahlauflieger. Da ist jetzt nicht so viel, was da Gewicht hat. Also, das Ding vielleicht, wenn es hochkommt, 4, 5 Tonnen. Und der LKW selber, der hat doch keine 7 Tonnen, oder? Weiß ich ja nicht. Oder rechnet gerade falsch. Wisst ihr, wie sieht es eigentlich aus mit Raststätten und so ein Scheiß? Sieht hier eher ein bisschen schwachmatig aus. Das heißt, wir machen mal was. Darf ich mich einfach dazustellen? Ich würde mir nämlich gerne mal die Gleisanlage angucken. Okay, die hier ist einfach nur sehr geradlinig. Ah, führt hier aber wieder zusammen. Okay. Wir werden also noch ein Stück verfolgen in die Richtung. Aber, was ich eigentlich gucken wollte, ist vor allem die andere Richtung, die uns hier verfolgt, begleitet hat. Ja, ging er hier über diese schöne Brücke. Wobei bei der Brücke hier kein Schotter liegen würde, oder? Wäre das doch eher so eine direkt, also dass die Gleise direkt mit der Brücke verbunden werden und nicht erst auf Schotter liegen. Dann führt sie hier vorbei. Hä? Okay. Ach, das ist gar nicht das Gleis, was vom Bahnhof kam. Ah, okay. Ich dachte, das ist das Gleis, was. Also, wir hatten ja diesen Bahnhof da gesehen, wo ich mich so gefragt habe, warum da so ein Bahnhof einfach so rumsteht, so in der Autobahn. Aber das war gar nicht das Gleis, das ist woanders lang. Das macht die Sache ja noch ein bisschen seltsamer. Ah, nee, okay, der Bahnhof war da hinten irgendwo. War sie noch ein bisschen weiter weg. Na gut. Oh. Hier fliegen die Bäume. So, hier ist ja dieser kanonische Bahnhof. Genau. Okay. Hier ist halt gar nichts. Genau. Hier enden die Gleise dann irgendwann wahrscheinlich einfach. Keine Ahnung. Aber hier dieser Bahnhof, der hier war. Da vorne. Okay, doch, guck mal hier, die Brücke habe ich gar nicht gesehen. Hier ist actually eine Brücke gewesen. Ah, und hier ist dann so Dorf und sowas alles. Okay, verstehe. Aha, okay. Na gut, da hat das schon ein bisschen mehr Sinn. Sehr stylisch. Ja, oh, die Brücke ist von der Architektur her so ein bisschen mittelmäßig, aber hey. Aber, oh. Dann warten wir mal hier auf den Zug.
Oh, TTP ist schon wieder Verspätung hier. Ich warte schon 3 Stunden auf meinen Zug. Boy. So, wir spielen jetzt mal mit dem Train Simulator. Das ist quasi der Express in die Hölle, ne? Oh, wo geht's denn hier lang? Ich find's immer schön, wenn Gleise so ein bisschen nicht nur so von, ne, so kurz, sondern wenn die so verschiedene Sachen miteinander verbinden. Und das hier ist ja exactly genau das. Okay, hier hinten ist scheinbar, ja doch hier hinten, schade. Ah, so ist es halt immer schöne Detail. Ich meine, wird man aus der Trucker-Perspektive eh nicht so weit verfolgen können. Aber trotzdem schön, wenn man da so ein bisschen so, ne? Wenn man weiß, man fährt hier so lang, man hat hier so die Gleise. Und dann fährt man hinten so lang und hat dann, ne, fährt dann hier so lang. Und hat dann hier wieder Gleise, dass man so weiß, aha, ey, das sind doch genau die Gleise, die ich da hinten gesehen habe, oder? Ja, wenn man so ein bisschen so Sachen kombinieren kann. Hm? Detektiv Conan Style. Aber Züge fahren hier keine, gell? Oder sehr selten. Kann auch sein. Tja, und hier geht's geradeaus noch ein bisschen weiter, aber die Autobahn selber nicht. Oh ja. Da kann ich alles haben. Gut. Genug umgespielt. Kann man hier irgendwo noch besser Pause machen? Ich will jetzt hier nicht so mitten. Was ist das hier? Eine Abfertigungsstraße oder was? Ich komme mal ein bisschen an den Rand. Ah, ein bisschen ordentlich machen hier. Oh, was das wird. Oh, ein bisschen ausschwenken dann vielleicht. So, hier zum Beispiel auch eine wunderschöne Pause machen. Was war das gerade? Hä? Ah, guckt mal. Da, seht ihr diesen Strich? Kann man so ganz leicht erkennen. Das ist eine fucking Alpha-Wand. Na klar, ist eine Alpha-Wand. Warum auch nicht? Let's make the Alpha-Wand great again. Ist aber kloppt es doch da. Oh, jetzt hier aber. Bam. Wunderbar. Ja genau, man macht halt Autosave, immer ohne mal Save und dann saven wir alle hier. Hokus Pokus Philibus. Dreimal schwarze Alpha-Wand. Jo, dann soll es wieder voll gut gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Mal gucken, wann die rauskommt. Ich meine, ich habe jetzt erstmal wieder einen ganz schönen Puffer aufgebaut. Muss ich erstmal alles hochgeladen bekommen. Von daher wird für mich wahrscheinlich erstmal die nächsten 2-3 Wochen kein Bedarf an neuen Folgen sein. Dann in 3-5 Monaten, wenn ich da weiterspiele, mich wundern, wo wir denn sind. Ja, egal, das soll nicht das Problem jetzt sein. Von daher würde ich mal sagen, sieht man sich denn dann irgendwann mal wieder. Für euch ist es ja eh morgen. Ciao. Yeah.